Liebe Freunde, liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Sternsinger, ja, es stimmt, wir sind viel zu früh dran. Das Jesuskind ist noch nicht geboren und die Sternsinger sind noch gar nicht unterwegs. Wir haben erst den ersten Advent gefeiert. Aber vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Sternsinger-Aktion 2021 darf stattfinden. Aber die Sternsinger müssen Mundschutz tragen und das ist sehr anstrengend. Wir wissen alle, dass es in den letzten Jahren schon anstrengend war, weil man viel unterwegs ist, man trotzt dem Wind, dem Regen und dem Schnee und man opfert seine Weihnachtsferien. Und heuer müsst ihr Mundschutz tragen. Aber wir brauchen euch. Die Kinder in der Ukraine brauchen euch. Und auch in den anderen Ländern, die Menschen, die Krieg erleben, die unter Hunger leiden, die brauchen euch und ihr sammelt Geld für diese Kinder. Es ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Und wir haben uns überlegt, wie können wir euch unterstützen? Wir, VWK Bona, Pastoralpraktikant Suresh und ich. Und wir haben uns was überlegt und das haben wir in Versform in ein Gedicht verpackt. Im Januar geht die Sternsinger-Aktion wieder los. Doch, wie funktioniert das heuer bloß? Sie müssen heuer Abstand halten und den Mundschutz tragen. Wir hoffen trotzdem, dass es viele von euch wagen. Gebt einfach euren Oberministranten Bescheid. Jawohl, ich bin auch heuer wieder bereit. Die Kinder in der Ukraine brauchen unsere Hilfe unbedingt. So sammeln wir viel Geld und erzählen von Jesuskind. Wir, Bona, Suresh und ich, unterstützen euch heuer dabei und schlupfen für euch ins Königsgewand hinein. In jeder Ortschaft werden wir mitgehen eine ganze Stunde und tragen wie ihr eine Maske um den Mund. Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag. Gott behütet uns, egal was kommen mag. Wir wünschen euch nun Gottes Segen für dieses restliche Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar.